Schauen wir mal drauf, was die Insider machen. Die richtig schlauen Investoren, die diese Riesenfirmen führen. Seit im letzten Jahr ist der Insidererwerb von Aktien der chinesischen CEOs förmlich durch die Decke gegangen. Rekordwoche nach Rekordwoche. Und der chinesische Privatinvestor kauft die Nasdaq fast schon nach einem Cracker-Boom, plus 151%. Wunderbar. Und was macht das Smart Money in den USA? Da sind wir auch auf rekordverdächtigen Höchstständen. Die verkaufen die Nasdaq. Die verkaufen ihre Aktien im S&P 500. Mann, oh Mann. Merkt euch eins. Eine der Kernlektionen. Always follow the money. Und noch wichtiger, follow the smart money.